Mit Yangtze wächst die Arturia Augmented Serie und bekommt den Klang von traditionell asiatischen Instrumenten. Wie das Ganze klingt und ob das gut umgesetzt ist, gucken wir uns jetzt an. Let's go. Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Heute haben Arturia die Augmented-Serie erweitert. Yangtze kommt mit 200 Presets und wir können natürlich den Sound morphen. Das Interface sieht sehr typisch aus, wie auch die Instrumente aus der Augmented-Serie davor. Und natürlich ist das Prinzip auch das gleiche. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das Interface, das kennen wir auf jeden Fall schon. Wir haben hier in der Mitte unseren großen Morph. Knopf, wenn wir den drehen, je nachdem wohin, können wir hier zwischen zwei Instrumenten entscheiden. Wir haben erstmal sehr viele Presets, die wir durchgehen können. Wir können natürlich aber auch wie in den Instrumenten davor in der Advanced Section hier auch nochmal die Layer wirklich einzeln bearbeiten. Wir haben hier die Auswahl zwischen allen möglichen Sounds, Wavetables, Drohnen, Granulare, Synthese, alles was ihr braucht, findet ihr da. Und natürlich könnt ihr hier auch unten noch das Ganze viel, viel verrückter und weiter bearbeiten. Wir haben hier diese ganzen Modulationen und Arpeggiator-Effekte und Makros. Also ihr könnt komplett ins Detail gehen, wenn ihr aber sagt, ey, wir wollten jetzt nicht extra dafür studieren, dann könnt ihr natürlich hier auch das einfachere Interface benutzen und euch einfach durch die Presets klicken. Das machen wir mal. Auf jeden Fall stellt sich beim Spielen von den Presets irgendwie so eine Entspanntheit ein. Das kann ich auf jeden Fall so oder so schon mal empfehlen. Ich bin sicher, man kann hier auch ein bisschen düstere Sounds rausbekommen. Das versuche ich gleich mal und baue mit dem Instrument hier einen Beat. Wenn ihr den hören wollt, dann hört ihr den gleich am Ende des Videos. Aber davor würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und auch ein Like. Das supportet nicht nur den Kanal, sondern ihr werdet auch erinnert, wenn es ein neues Video gibt. Hören uns den Beat an und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.